Herzlich willkommen bei diesem besten Video. Heute geht es um den Davidoff Sino Eau de Toilette. Einen Klassiker für Liebhaber von holzig-orientalischen Düften bzw. Barber-Düften. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du dir den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Ja, Davidoff Sino ist ein Duftklassiker, der 1986 eingeführt wurde und seitdem für seine tiefe, warme und maskuline Komponente geschätzt wird. Bei diversen Shops findest du den Eau de Toilette zu einem attraktiven Preis. Unterhalb des Videos haben wir hier das Ganze nochmal zum besten Preis, den wir gefunden haben, verlinkt. Ein intensiver, klassischer Männerduft, der verschiedene Duftkomponenten aufzeigt, auf die wir eingehen. Davidoff Sino eröffnet mit einer frischen Kopfnote, die aus Lavendel, Bergamotte, Salbei und brasilianischem Rosenholz besteht. Diese Kombination sorgt für einen aromatischen und leicht herben Auftakt, der sofort Aufmerksamkeit erregt. In der Herznote kommen blumige Nuancen von Jasminrose, Geranie und Maiglöckchen hinzu. Diese blumigen Noten verleihen dem Duft eine unerwartete Eleganz und Komplexität, wie wir finden, die durch die würzigen und holzigen Komponenten auch nochmal am Ende hin ein bisschen verstärkt wird. Definitiv kommt hier auch dieses klassische Barber-Flavor auf, was an die Oldschool-Barber-Düfte erinnert. Wer Fan von diesen frischen männlichen Düften ist, der wird hier definitiv auf seine Kosten kommen. Die Basisnote von Sino ist besonders markant und langlebig, bestehend aus Patchouli, Zeder, Sandelholz und Vanille. Diese warmen, erdigen und leicht süßen Noten sorgen für einen kraftvollen, eleganten Duft, der den Träger in eine Aura von Raffinesse und Männlichkeit hüllt. Auch was die Haltbarkeit betrifft, können wir hier sagen, dass wir mit 4 bis 5 Stunden ungefähr sehr gut für ein Eau de Toilette angesiedelt sind. Auch die Sillage kann sich sehen lassen. Diese hält am Anfang besonders stark. Gegen 3 Stunden lässt sie dann deutlich nach und wird dann irgendwann relativ hautnah, ist aber durchaus in der Luft immer wieder zu bemerken. Somit ist Davidoff Sino definitiv ein kraftvoller, maskuliner Duft, der eine solide Performance aufweist zu einem vernünftigen Preis. Und dieser eignet sich perfekt gerade für die Herren Ü30, aber auch junge Männer, die auf Eleganz stehen, sollten sich diesem Duft annähern. Abendliche Anlässe, aber auch die kälteren Monate sind sehr gut geeignet, im sommerlichen Abend besonders gut, und er besticht durch seine reichhaltige, würzige Komponente und ist eine exzellente Wahl für alle, die einen Klassiker und dennoch unverwechselbaren Duft suchen. Wenn euch das Thema gefällt, lasst uns gerne einen Kommentar da, lasst uns gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Bestens.